Ja, jetzt haben wir es jetzt als Saisonauftakt und Christina, du hast ein sehr abwechslungsreiches, sehr facettenreiches Leben. Was sind denn so jetzt die nächsten Aufgaben für dieses Jahr? Was sind so interessante Projekte für dich? Also jetzt freue ich mich natürlich erstmal hier in Hockenheim bei DTM-Auftakt hier meinem Mann die Daumen zu drücken und hoffe, dass es für BMW da vorwärts geht. Und ansonsten habe ich sehr viel zu tun mit Seat in der Schweiz, ein paar Auftritte. Ich habe Moderationen, auch Gala-Moderationen, die ich mache, Veranstaltungen, dann Fotoshooting für Seat, für Pirelli mache ich auch noch was. Und ja, nebenbei versuche ich mich natürlich fit zu halten, ist klar. Ja, weil du das gerade so erwähnst mit einem Schmunzeln, für Pirelli mache ich auch was, aber es hat nichts mit dem Pirelli-Kalender zu tun. Leider nein. Nee, aber ich habe auch einen zu Hause, weil er sehr schön ist. Ich moderiere da hin und wieder mal und auch Fahrsicherheitstrainings. Und das mache ich schon seit mehreren Jahren. Jetzt hatte ich ja ein bisschen Babypause und habe aber wieder richtig Lust, ein bisschen zu arbeiten. Und ja, bin eigentlich gut beschäftigt im Moment. Nachdem das so ein abwechslungsreiches Leben und doch sehr mitunter auch anspruchsvolle Themen sind, wie hältst du dich da persönlich fit so über die ganze Saison? Was machst du da so für dich? Also in erster Linie habe ich einen eigenen Personal Trainer, die heißt Emily und ist meine Tochter. Und ich gehe gern mal mit ihr, mit meinem Hund joggen regelmäßig. Und ich habe einen Fitnessraum, wo ich mich auch ein bisschen fit halte. Ich liebe total Powerplate oder auch mal auf den Stepper zu gehen. Und dann habe ich Übungen, die ich im Hotelzimmer unterwegs überall machen kann, halt ohne Gewichte, ohne nichts. Ja, und dazu bin ich dann natürlich immer froh, wenn ich die Fitline-Produkte habe, weil so ein Fitness-Shake oder so, das tut mir wirklich gut und mag ich auch gern. Ich trinke es gern. Wo wir es gerade von den Fitline-Produkten haben, gibt es irgendwelche Favoriten oder Lieblingsprodukte, die du besonders gut verträgst, die besonders schön schmecken oder wo es relativ schnell irgendwelche tolle Effekte da sind? Ja, was ich sehr gerne habe, ich bin nicht so der Frühstücker und doch braucht man doch irgendwas. Und da liebe ich diese Milkshakes am Morgen, einfach anstelle von dem Frühstück. Und das tut mir gut und ich habe ein bisschen Power für den Rest vom Tag. Und dann halt die Fitnessdrinks, die schön fruchtig sind, die mir Energie geben, die alle Vitamine haben, die ich brauche. Also es gibt ja da einiges. Und wenn ich keine Zeit zum Essen habe und unterwegs bin, dann auch mal so ein Energieriegel. Und jetzt sind wir ja schon von diesem Jahr dann noch weiter in die Zukunft. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, so beruflich und privat? Was gibt es da so für besondere Herausforderungen oder Ziele für dich? Das ist eigentlich ganz einfach. Es soll bitte, bitte so weitergehen wie bis jetzt. Viel privaten Spaß mit meinem Mann und mit meiner Tochter. Und beruflich läuft es eigentlich auch gut, obwohl ich Mama bin. Und das ist die perfekte Mischung und macht mir Spaß. Also rundherum ausgeglichen, zufrieden und glückselig quasi. Ja, genau. Also ich habe vorher immer sehr viel gearbeitet und war öfter mal so kurz vorm Burnout. Ja. Dank euren Produkten wahrscheinlich war ich es dann doch nicht. Und jetzt bin ich Mama und habe oft Augenringe, so dunkle Schatten unter den Augen, weil ich zu wenig schlafe. Aber Burnout gibt es in meinem Leben im Moment nicht mehr, nein.